In diesem Guide zeige ich euch, wie ihr den Donnertempel abschließen könnt und ein paar kleine Tipps zum Boss. Das erste, was man machen muss, ist den Weg frei sprengen, nenne ich jetzt einfach mal. Und man wird auch gleich dann schon von dem Boss überrascht, den man hier zwar nicht komplett besiegen kann, aber wir müssen einmal ganz kurz gegen ihn kämpfen. Und das Angenehmste hier, und das ist auch später beim Boss sehr angenehm, wenn man die Fähigkeit von Richo zweimal hintereinander nutzt, hier ist dann sofort der Boss halt vorbei. Aber beim richtigen Bossfight fällt er dann hin und dann kann man ihn wesentlich einfacher treffen. Seht ihr später beim richtigen Bossfight aber noch. Nach dem Bosskampf sprengt ihr das Ganze dann wirklich jetzt mal frei, so dass ihr in den Tempel reinkommt. Zuallererst sollte man sich dann hier den Krogwedel nehmen, damit man den Sand wegbekommt und den Schalter betätigen kann. Danach muss man erstmal einen recht langen Gang geradeaus gehen und wenn man dann eine Abzweigung sieht, geht man nach rechts und dort finden sich zwei Gyptos, die man erstmal besiegen sollte. Wenn ihr sie besiegt habt, wartet ihr einfach hier nur das richtige Timing ab, um durchzulaufen. Als nächstes müsst ihr eine riesige Feuerkugel in die Zeitumkehr setzen, damit die zurückrollt. Aber dahinter rollt auch noch die nächste. Und wenn ihr zu nah daran rennt, kann das passieren, dass die Feuerkugel euch umrollt. Den nächsten Gang und auch den Raum danach könnt ihr einfach nur durchlaufen. Im Raum des Hoffnungslichts angekommen, besiegt ihr erstmal den Gegner und nutzt danach einen Spiegel, um den Schalter zu aktivieren. Nachdem man den Schalter aktiviert hat, kommt man jetzt in den Hauptraum. Dort sollte man das Ganze erstmal aktivieren, damit man einen Teleporterpunkt hat. Man muss jetzt vier Energiespeicher aktivieren und einen findet man noch gleich am Anfang hinter dieser Wand. Nachdem man dann den ersten Energiespeicher aktiviert hat, geht man wieder in den Hauptraum, hebt diesen Stein hoch, damit der Aufwind stärker ist. Und von hier aus gleitet man dann zu einem Raumeingang. Sieh dich hier gut um, Link. Seid ihr in dem Raum angekommen, besiegt ihr erstmal den Gegner. Danach kommt ein Raum mit zwei großen Scheiben, den lauft ihr durch. Und dahinter befindet sich dann eine Wand mit zwei Blöcken, die man rausnehmen kann. Und die müsst ihr auch rausnehmen, damit das Licht durchkommt. Und damit das Licht auch die Schalter erreichen kann, muss man jetzt die zwei Scheiben angleichen mit der Zeitumkehr. Lauft dann den Gang durch, der jetzt freigeschaltet wurde und gleitet zu dem Schalter rüber, denn der wird gleich aktiviert, wenn das Licht nochmals durchkommt. In dem Raum danach nutzt er dann einen großen Stein und setzt ihn zwischen diese Stachelwände, damit ihr selber darüber klettern könnt und durchkommt.
Bei den nächsten Wänden macht ihr genau dasselbe. Am besten ist es, wenn ihr einen Stein nimmt und den hochkant da reinstellt. Geht danach dann durch den Gang durch und besiegt die zwei Gegner. Und wenn ihr das gemacht habt, springt ihr nach unten. Hier unten müsst ihr nur im richtigen Moment einen Pfosten in die Wand rammen, damit sich der ganze Raum nicht mehr drehen kann. Nehmt nun einen Spiegel und aktiviert damit den Schalter. Nutzt danach den Deckensprung, damit man wieder nach oben kommt. Und wenn ihr dann oben seid, nutzt ihr nochmal einen Spiegel, damit ihr den nächsten Schalter aktivieren könnt. Dadurch kann man dann jetzt den nächsten Energiespeicher aktivieren. Da man jetzt mit dem Raum hier fertig ist, geht man dann zurück zum Hauptraum. Ist man dann wieder im Hauptraum, nutzt man den Aufwind nochmal, um weit nach oben zu kommen. In der vierten Etage begibt man sich jetzt dann an diese Stelle hier, besiegt erstmal den Gegner und hier gibt es einen kleinen Eingang, wo man durch muss. In diesem Raum stellt man den Block dann hochkant hin und darauf einen Spiegel, damit das Licht in den Hauptraum kommt. Klebt den Spiegel am besten an dem Stein fest, damit ihr, mit dem ihr den Stein ausrichtet, auch gleichzeitig den Spiegel gut ausrichten könnt. Dann geht man wieder in den Hauptraum und richtet jetzt hier zwei weitere Spiegel aus, so dass man einen Schalter aktivieren kann. Bringt dann danach zum Schalter runter, den ihr gerade aktiviert habt. In diesem größeren Raum gibt es ganz viele Gegner, die sollte man erstmal beseitigen. Hat man alle Gegner besiegt, herrscht jetzt hier genug Ruhe, dass man das Rätsel lösen kann. Schnappt euch jetzt einen Ballon und klebt ihn an eine Platte ran und setzt euch das Ganze erstmal zurecht. Über uns befinden sich auch schwebende Plattformen, die kann man auch nutzen in diesem Video, werde ich aber was anderes machen. Nehmt euch nun einen Spiegel und klebt ihn an die Platte ran, wo der Ballon drauf ist. Schnappt euch dann eine Fackel und entzündet die am Feuer und klebt die Fackel dann unter dem Ballon fest. Während der Ballon nach oben geht, nutzt ihr den Deckensprung, damit ihr selber nach oben kommt. Wenn ihr dann oben seid, nehmt ihr den Spiegel von der Plattform runter oder die ganze Plattform zu euch und nutzt den Spiegel dann, um den Schalter hinter euch zu aktivieren. Nun könnt ihr den dritten Energiespeicher aktivieren. Nachdem man das abgeschlossen hat, geht man wieder in den Hauptraum.
Jetzt nutzt man nochmal den Aufwind, um ganz nach oben zu kommen. Und hier oben muss man den Lichtstrahl nochmal nutzen, den man sich vorher schon zurechtgelegt hat. Wir setzen erstmal eine Statue zurück, damit der Lichtstrahl komplett durchkommt. Auf der anderen Seite befindet sich nämlich ebenfalls so eine Statue. Da muss man aber erstmal den Sand wegwehen, also nutzt ein Krogwedel oder einen Ventilator. Richtet diese Statue dann so aus, dass der Lichtstrahl zu der anderen Statue kommt und diese, dass der Lichtstrahl nach oben auf den Schalter geht. Um zu den Schalter zu kommen, den man gerade aktiviert hat, kann man zum Beispiel Aufwind und Deckensprung nutzen oder man macht das nur mit dem Deckensprung. Hier muss man sich nur nach unten fallen lassen und wenn man unten angekommen ist, aktiviert man den Schalter und besiegt die zwei Gegner. Danach kann man dann mit Ritus Fähigkeit den letzten Energiespeicher aktivieren. Damit werden dann alle Energiespeicher aktiviert. Nun geht man dann zurück in den Hauptraum, damit man zum Boss kommt. Dieser Boss kann etwas eklig sein. Die erste Phase ist genau das, was man draußen auch schon vor dem Tempel bemerkt hat. Nutzt am besten immer zweimal Ritus Fähigkeit, also so, dass wenn er weiß ist, nochmal die Fähigkeit nutzt. Denn dann liegt er am Boden und ihr könnt ganz angenehm raufhauen. Ihr müsst natürlich nicht nur Ritus Fähigkeit nutzen, ihr könnt, wenn ihr wollt, auch irgendwelche Elementarwaffen nutzen oder Elementarpfeile. In der zweiten Phase solltet ihr immer in Bewegung bleiben und erstmal versuchen, die Nester zu beseitigen. Durch die Nester kommt dann auch Licht rein, versucht da die kleineren Gegner reinzulocken, damit sie euch nicht mehr nerven. Falls euch der Sand zu sehr stören sollte bei der Bewegung, in der Gerudo-Stadt kann man Sandstiefel kaufen. Wenn ihr die angelegt habt, dann ist es wesentlich angenehmer, auf Sand zu laufen. Habt ihr alle Nester und kleinen Gegner beseitigt, macht ihr genauso weiter wie in der ersten Phase auch. Hat euch der Guide geholfen, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und für mehr Zelda-Content einfach auf eines der Videos neben mir klicken. Haut rein!